Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video kurz und knapp ein Review zu den MCTs von Peak. MCT steht für mittelkettige Triglyceride und zwar handelt es sich dabei um Fettsäuren, um sehr spezielle pflanzliche Fettsäuren, nämlich hier stammt es aus Kokosfett und Palmkernöl. Diese Fettsäuren haben eine kürzere Fettsäurekettenlänge und denen werden eben spezielle Eigenschaften nachgesagt. Gerade was diese Energiebereitstellung angeht, sind diese Fettsäuren ganz besonders interessant. Und auch wenn es sich für viele so ein bisschen widersprüchlich anhört, gerade die MCTs, die werden in der Diät, in der Definitionsphase von vielen Profi-Bodybuildern verwendet, weil eben Fettsäuren eben nicht unweigerlich direkt in Körperfett umgebaut werden, sondern weil es gerade bei den Fetten um die Qualität geht und um die Frage, wie unser Körper auch mit Energie versorgt ist, wie unser Stoffwechsel läuft und nicht zuletzt natürlich auch, wie unsere Verdauung läuft, ob das eben alles ein optimaler Stoffwechsel ist oder ob man sich vielleicht auch durch ein Energiedefizit zu sehr vom Stoffwechsel her ausbremst. Hier natürlich nochmal ganz interessant die funktionellen und energetischen Eigenschaften. Aufgrund dessen sind eben diese MCT-Fettsäuren, die mittelkettigen Triglyceride, sehr beliebt, werden gerade in der Definitionsphase gerne eingesetzt. Ich rate euch wirklich so einen kleinen Fingerhut davon zu nehmen. Die Nährwertangaben, die kann ich hier natürlich auch nochmal unter diesem Video verlinken. So ungefähr 15 Milliliter sind eine gute Angabe, kann man auch zu einer Mahlzeit kombinieren. Ich würde zum Beispiel sowas nicht auf leeren Magen empfehlen, kann einfach dafür sorgen, dass auch 15 Milliliter davon den Magen schon so ein bisschen überlasten, auch gerade wenn man eben durch die Diät vielleicht auch vom Magen irgendwie so ein bisschen sensibel geworden ist. Am besten zu einer Mahlzeit, zu einer fettarmen Mahlzeit, 15 Milliliter davon, gerade in der Definitionsphase sehr beliebt. Ansonsten gesundheitlich, denke ich, kann man auf jeden Fall sagen, es ist ein sinnvolles Produkt. Was den Geschmack angeht, ist jeder natürlich nochmal sehr speziell. Ich mag den Geschmack von MCT persönlich überhaupt nicht. Viele sagen, es schmeckt doch noch gar nichts. Ich muss einfach sagen, ich mag einfach diese Konsistenz im Mund nicht, aber da muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er das runterkriegt oder nicht runterkriegt. 15 Milliliter davon, so ein kleiner Fingerhut, das muss schon irgendwie machbar sein. Also wer daran scheitert, der sollte sich wirklich fragen, ob er eine Definitionsphase dann auch über eine längere Zeit durchhält, wenn er eben diesen kleinen Moment nicht überwinden kann, das runterzukippen. Alles klar, so viel dazu. MCT von Peak findet ihr natürlich im Muskelmacher-Shop. Da findet ihr den Link nochmal unter diesem Video, auch wenn dieses Review ein bisschen kürzer ist. Ihr werdet dort in der Artikelbeschreibung nochmal die ein oder andere Information finden. Könnt ihr gerne in Erfahrung bringen. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Wir sehen uns. Viele Grüße. Euer Simon.